Worm, Invasion der Killerwürmer, ist einer der Kultfilme, wo ich absolut nicht nachvollziehen kann, wie er diesen Status jemals erreicht hat. Ich habe wirklich in den letzten Jahren keinen dermaßen unerträglich langweiligen Film gesehen wie diesen. Es passiert über weite Strecken offensichtlich gar nicht. Es gibt so viele Längen, man könnte eigentlich sagen, der Film hat nur eine Länge und die heißt Squirm. Die Charaktere sind in meinen Augen absolut nichtssagende 0815 Kartonversatzstücke, die nichts Interessantes zu sagen und zu tun haben. Die Wurm-Action kommt viel zu kurz. Es gibt vielleicht im Endeffekt 3 oder 4 Szenen in dem ganzen Film, wo die Würmer ansatzweise was Unterhaltsames leisten. Es gibt genau die 2 bekannten Filme, Bilder aus dem Film, die man kennt, wegen denen man sich den Film anschaut, die man dann auch wiederfindet, aber das war's auch schon. Es passiert nichts. Der Film hat als Trash-Film, finde ich, auch null Unterhaltungswert, weil eben so seltsame Erklärungen und so komplett unfasslich bescheuerte Szenen, wie sie ab und zu auch einmal gibt, viel zu selten gibt, weil einfach viel zu wenig passiert. Squirm ist einfach nur eines: langweilig. Unerträglich langweilig. Und alle, die so wie ich neugierig sind und sich gerne Kultfilme anschauen, da habt ihr einen, den ihr getrost auslassen könnt. Ich gehe jetzt schlafen.